Eröffnung Therapiezentrum. Geidorfgürtel 21, erster Stock. Das Therapiezentrum Markhof von Dr. Friedrich und Dr. Träger, beide Ganzheitsmediziner, ladet zur Eröffnungsfeier. Und wie es zu der gemeinsamen Kooperation kam, liegt schon Jahre zurück. Das ist in Gummianzügen entstanden, die Idee beim Surfen. Da haben wir uns gegenseitig immer wieder ausgetauscht miteinander und haben halt gesehen, dass wir gewisse Gemeinsamkeiten halt therapeutisch in den Ansätzen auch haben. Und so ist der Wunsch entstanden, diese Energie sozusagen zu bündeln und unser Wissen zu bündeln. Und so sind wir unter ein Dach quasi gekommen. Im historischen Ambiente Markhof bietet das Therapiezentrum ein medizinisches und therapeutisches Angebot auf höchster Ebene. Also unsere Schwerpunkte sind sicherlich der Bewegungsapparat, wo wir mit manueller Medizin, Akupunktur, Infiltrationstherapie, die Kinesiotape und natürlich dann auch die Weiterbetreuung, Haltungsschulung, Physiotherapie und Osteopathie arbeiten. Zweiter wichtiger Punkt ist der Stoffwechsel und der dritte Punkt vielleicht sozusagen die Psyche, das neurovegetative Gleichgewicht, um auch Stress nicht nur zur Verlegenheitsdiagnose zu machen, sondern zu quantifizieren und gleich dann mit unseren anderen Therapien wie Yoga, Meditation, Scherzo-Massagen positiv eingreifen zu können. Auf rund 300 Quadratmetern bieten sich umfangreiche Behandlungsmöglichkeiten. Die Oase für Körper, Geist und Seele ist damit auch eine Bereicherung für den Bezirk Geidorf. Wir haben die Universität, wir haben das Landeskrankenhaus, dann haben wir 5 Altersheime und keinen Friedhof. Ich sage immer, der gescheiteste, der gesündeste Bezirk ist mein Spruch. Und wie sieht dann die eigene Therapie unter den Besuchern aus? Wissen Sie, welchen Beruf ich ausübe? Ich bin Homöopathin, also kann ich nur sagen Homöopathie. Eine Kopfmassage, Nackenmassage? Von mindestens 3 Masseuren gleichzeitig massiert zu werden. Die beste Therapie für mich wäre, im Leben so oft wie möglich glücklich zu sein. Mein Mann. Mein Mann ist für mich die beste Therapie. Im Moment muss ich sagen, weil ich meinen Fuß gebrochen habe, eine Wunderheilung zur Mitternacht heute. Ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und eine gescheite Work-Life-Balance. Akupunktur beim Dr. Träger. Gute Tipps, die man sich durchaus zu Herzen nehmen kann. Und was sagt der Arzt dazu? Die beste Therapie ist die, dass der Patient selber für sich und für seine Gesundheit Sorge trägt. Da gehört dazu, dass er sich gesund ernährt, da gehört dazu, dass er sich vernünftig bewegt und eine gewisse emotionale Hygiene betreibt. Und ein paar Worte zur Psyche. Wir leben in einer Zeit, die irrsinnig hektisch ist. Wir haben sehr, sehr viel äußere Entwicklung. Wir haben ein hochtechnisiertes Umfeld, moderne Kameras, moderne Interviewmethoden, alles Mögliche. Nur was das... Was die innere Entspannung angeht, wenn es darum geht, was kann ich für mich machen, wenn ich zu Hause sitze und mir es nicht gut geht, da sind wir teilweise etwas dünn aufgestellt sozusagen. Und gerade da setzt das Therapiezentrum Markhof an. Weitere ausführliche Informationen zu den Leistungen des Therapiezentrums finden Sie unter tzmarkhof.at.